Und da sind wir wieder bei Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Yay! Wir stehen vor einem friedlichen Schatz in Monstro und schauen uns noch mal an, was er zu bieten hat. Sora lernt Feuerwurf. Yay. Jetzt können wir also auch in einem anderen Elementar werfen. Feuer haben wir tatsächlich auch deutlich mehr als Eis, von daher wäre das gar keine schlechte Sache, den Feuerwurf zu benutzen in bestimmten Situationen. Jetzt werden wir uns erstmal von hier aus nach links weiter begeben. Bring. Wir haben beim letzten Mal eine Nullerkarte verwendet, von daher brauchen wir jetzt nur einen Einser. Schauen wir mal, was setzen wir denn da Schönes ein. Wir haben jetzt so viel Auswahl bekommen. Wir könnten zum Beispiel noch den Mogg-Raum benutzen, jetzt wo wir das Wunschgestirn bekommen haben. Das ist gar keine so schlechte Wahl eigentlich. Mit etwas Glück noch ein paar Wunschgestirne abgreifen. Ja, richtig. Überhaupt ein paar neue Karten noch einkaufen, noch ein paar mehr Angriffskarten. Nächster Raum, dann können wir natürlich erstmal wieder gucken, ob wir noch irgendwas anderes Interessantes plündern können, bevor wir mit dem Mogg-Raum reden. Nein, das sind nur LP, die interessieren mich jetzt nur sehr geringfügig. Da haben wir noch große Wellen von Mogg-Raum-Punkten. Rams, ein weiteres Wunschgestirn. Aha, vier Punkte. Dann reden wir mal mit ihm. Hallo Kollege, hier ist ein Kartenstapel, Kupo. Was sind denn Wunschgestirne bei? Premium 7, wunderbar. Ah, nuller Wunschgestirn. Perfekt, perfekt. Ja, dann, wir haben 300 Punkte, können wir die auch so ausgeben. Bis jetzt gibt es noch keine besseren Packs als die Standard-Packs. Später werden wir auch teurere Pakete kaufen können. Also ein paar Wunschgestirne bei. Nicht die wertvollsten, aber akzeptabel. Oh, noch ein Paket. Jawohl, ein 8er Wunschgestirn. Die sind hier offenbar nicht sonderlich selten. Und letztes Paket. Nicht so dramatisch. Schön. Noch ein Eine Nuller Wunderlampe. Ja. Ich glaube, 8er Heroes, wenn ich das richtig gesehen hatte, war auch mit dabei. Ja. Also generell eine ganz nette Ausbeute, die wir dieses Mal hatten. So, und hier brauchen wir jetzt eine 8er oder höhere Karte. Wir haben hier noch unseren Schatzraum, also werden wir den dafür einsetzen. Ich glaube, ich auch sonst nichts anderes hatten. Nein. Das war unsere absolut einzige Auswahl für diesen Raum. Ja. Glücklicherweise hatten wir eine. Ja. Das hätten wir zwar zurücklaufen müssen in den Roulette-Raum und noch Karten farben müssen. Das wäre uns gerade kritisch geworden, allerdings. Ja, dann gucken wir mal, was am Anfang von Monstro steht. Natürlich das Treffen mit Geppetto. Wir erinnern uns, in Kingdom Hearts 1 war das Treffen mit Geppetto mehr oder weniger direkt am Anfang. Ja. Geppetto! Lange nicht gesehen. Alter Gummischiffbauer. Ja. Aus irgendeinem Grund. Irgendeinem Grund, ja. Potzblitz! Das ist ja Jiminy Grille! Wie seid ihr denn hier hereingekommen? Oh, wir sind einfach gelaufen. Potzblitz! Gute Frage. Wie landet ein Uhrmacher im Magen eines Wals? Das ist, glaube ich, die bessere Frage. Tja, lange Geschichte. Oh, bitte erzähl sie uns. Es war einmal. Vor sehr, sehr langer Zeit. Ja. Ja, ne? Gut, wir haben die Geschichte übersprungen. Ja. Du bist in See gestochen, um Pinocchio zu suchen. Und Monstro hat dich verschluckt. Ja, das habe ich euch gerade gesagt. Das war es wert, denn ich habe meinen Sohn gefunden. Aber jetzt kommt ihr hier nicht mehr raus, stimmt's? Muss echt furchtbar sein, in Monstros Magen festzusitzen. Ja, irgendwie schon. Hauptsache Pinocchio und ich sind zusammen. Ohne ihn kann ich nicht leben. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. Ach ja. Ach, so geht's mir auch, Geppetto. Ja, ich würde auch mit Kairi und Rico in einem Magen von einem Riesenwal festsitzen. Wollen, unbedingt. Mir ist egal, ob ich hier feststecke, solange nur mein Pinocchio da ist. Er ist so ein lieber Junge. Das ist wunderbar. Ja. Aber er schwindelt immer noch. Doch mit etwas Hilfe von mir wird das schon. Kannte Geppetto Jiminy überhaupt? Scheinbar. Ach, Jiminy, du sorgst dich zu viel. Hm. Apropos Pinocchio, wo steckt der? Eben war er noch da. Wo ist er diesmal hin? Wahrscheinlich auf Erkundungsgang. Dieser Junge hat schon fast jeden Zentimeter von Monstro erforscht. Gute Arbeit. Der verrät mir nicht, warum. Ich habe ihm gesagt, dass es gefährlich ist, aber vergebens. Vermutlich, um einen Weg hier rauszusuchen? Wahrscheinlich. Während du da auf deinem Bett sitzt und den Goldfisch anguckst... Dieser Junge ist schwierig, Sora, wenn ich bitten darf. Schon klar, ich weiß, wir sollen dir helfen, ihn zu finden, oder? Wir haben auch sonst nichts Besseres zu tun. Na dann, los, Leute! Was auch sonst. Nick. Schlüssel der Fügung. Karte erhalten.
Und Sora lernt Sportsfreund. Ja, endlich. Wir kriegen es hier in diesem Spiel einfach so nachgeworfen. Sportsfreund, ja. Wir können höher springen. Ja. Wieso müssen wir nicht eine Schatztruhe öffnen, wo Sportsfreund drin ist? Richtig. Und wir haben auch gar nicht die Möglichkeit, Sportsfreund wieder abzulegen. Wir sind jetzt daran gebunden, bei jedem Sprung Sportsfreund-Sprünge einzusetzen. Wuhu! Hoher Salto. Und wir sind wieder im Roulette-Raum gelandet. Ja. Vielleicht sollten wir den mal ganz kurz ausnutzen, um uns eine neue hochwertige... Komm her! Ich glaub's ehrlich nicht. Karte zu besorgen, ein Neuner oder ähnlich. Ja, dann wird's überhaupt keine mehr haben. Richtig, wäre das keine schlechte Sache. Boah. Immerhin war es ein perfekter Brüller. Ja. Und holen wir schnell die Roulette-Karte, bevor die da vorne verschwindet. Und Eiswurf, bam, ist erledigt. Ja, scheinbar scheint ja Simba auch zwischendurch mal kritische Treffer zu machen, weil wir hatten schon mal gesehen, dass diese komischen Typen mit ihren Hüten und Anzügen, die Herzlosen, dass die auch einfach mit einem einzigen Simba gestorben sind. Ja, ab und an passiert das schon mal. Da ist zum Beispiel ein 9er Raum der Stagnation. Region der Stagnation. Ja, da war auch ein 8er Schatzraum. Ja, aber ich wollte lieber den 9er haben, weil wir davon momentan überhaupt keinen mehr Vorrat besitzen. Wir haben auch keinen 8er mehr. Ja, ein zweiter Kampf wäre vielleicht gar nicht schlecht, damit wir welche haben. Wo sind denn noch Gegner? Ich glaube, da noch mehr oben als... hinten hast du noch... Oh, da sind noch Mogre-Punkte. Da oben war, glaube ich, noch irgendwo ein Ziffer. Mimik! Oder dieser Mimik, den kannst du auch nehmen. Den hat man schon wieder gesehen an der Textur. Ja. Briller, Stufe 3. Bitte einmal ausholen. Oh, alle drei getroffen, schon mal gut. Ja. Und dann noch eben den Eiswurf durch. Bams, da ist das Roulette-Dingens. Also töten wir eben miteinander, bis zu uns hingeflogen kommt. Dann kommt rüber, putt. Ja, brav. Und Stufenanstieg. Perfekt. Haben wir hier irgendwo... Da, eine 9er Karte. Ja. Direkt mitnehmen. Pling, schwach Dunkelheit. So weit, so gut. Dann werden wir uns jetzt so weiter begeben in den nächsten Raum. Aber vorher kriegen wir noch einen KP-Bonus. Gute Sache. Der Schattenluchte wollte dich doch schon wieder angreifen. Ja, genau, ich gesehen. Aber ich habe mir gedacht, nee, heute nicht. Nee. Auch wenn sie mich in der Hälfte der Zeit trotzdem erwischen, selbst wenn ich versuche auszuweichen, dieses Mal nicht. So, der nächste Raum. Aber vorher wollen wir mal ganz kurz unser Boss-Set auswählen, aus guten Gründen. Was wird jetzt bloß hinter dieser Tür sein? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, es ist jetzt eine riesige Überraschung, da ich gerade das Boss-Set ausrüste. Ja. Haben wir noch mehr Nuller-Karten gekriegt? Ja, wir haben immer noch die Nuller-Wunderlampe dazu. Mein Gott, haben wir jetzt viele Nuller-Karten. Ja. Ist ja schon fast zu viel, was wir jetzt an Nuller-Karten entdeckt haben. Ich glaube, ich tue mal hier, sagen wir mal, hier eine Wunschgestirn. Ein Wunschgestirn kommt wieder raus. Dafür kommen Wunschgestirne aber mal als normale Karten hier mit rein. Oh, soweit so gut. Haben wir noch eine Achter. Wir wollen jetzt nicht die ganze Sortierung zerstören. Ne, die kommt als letztes mit rein. Falscher Knopf. Mist. ja, so. Hier Wunschgestirn hin und Wunschgestirn vor die Nullerkarte. Das kann so bleiben. Ja. V ist auf dem Nuller Königsanhänger. Itemkarte ist okay. Also auf geht's. Wir brauchen für diese Tür eine 1 oder höher Karte. Wow, yay. Das ist frisst meinen Premium-Raum. Und rein mit dem Schlüssel der Fügung. Na, nimm diesen Premium-Raum, ich brauche ihn sowieso nicht. Hey, wir werden ihn niemals benutzen. Ich mag die nicht sonderlich. Na. Wie gesagt, Premium-Boni sind nicht so toll, weil die Karten dann nicht nachstocken, wenn sie einmal Premium-Karten sind. Na. Naja, ne? Und dementsprechend... Oh! Wollen wir sie nur in ganz seltenen Fällen tatsächlich haben. Wenn ich sie schon mal so zufällig bekomme, dann setze ich die meist auf sowas wie dann das Eis, das ich für Eiswurf benutze, weil es da sowieso weg ist. Ja, eben. Aber Pinocchio, du Lümmel, du weißt doch, dass Geppetto sich Sorgen macht, wenn du hier alleine herumirrst, besonders in so einem Raum. Ja. Jiminy war auch besorgt. Ja, in einem Raum voller Magensäure. Ja. Tut mir leid. Was machst du hier überhaupt? Suchst du was? Ja, ich suche nach einem Schatz. Ein Schatz. Schatz! Ich glaube, das ist ein Ausgang. Ich weiß nicht, warum er dafür gelogen hat. Ja. War nicht schon wieder? Aber Jiminy! Sei doch nicht so streng mit dem kleinen Jiminy. Wir versprechen dir, nicht böse zu werden, Pinocchio. Willst du uns deshalb nicht sagen? Hab keine Angst, sag uns die Wahrheit. Oh, keine Angst. Vertrau Goofy. Oh Gott. Punkt. Ja, das wäre auch meine Reaktion. Ja. Ich habe einen Ausgang gesucht. Macht Sinn. Ja. Gute Arbeit. Ja. Vater sagt, er sei glücklich. Aber es ist meine Schuld, dass wir hier sind. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Ich möchte, dass Vater wieder in seine Werkstatt kommt. Aber wenn ich ihm das sage, macht er sich nur Sorgen. Alles klar, daher dachtest du also, du müsstest lügen. Das macht... naja, egal. Ja. Du hast es getan, weil du ihn liebst. Jetzt brauchst du nur Mut.
Was? Was? Sag Geppetto die Wahrheit. Mit etwas Mut schaffst du das. Wenn du ihm ehrlich sagst, wie du dich fühlst, hilft er dir sicher, einen Ausweg zu finden. Bestimmt. Und wir helfen dir auch. Ja. Wirklich? Ihr helft uns? Okay, ich versuch's. Drück mir die Daumen, Jiminy. Und fortan bitte keine Geheimniskrämerei mehr, einverstanden? Klar, ich werde Vater immer ehrlich sagen, wie es mir geht. Diesmal werde ich nicht lügen. Hurra. Klasse. Dann wächst auch deine Nase nicht mehr. Röms, das sieht merkwürdig aus, wenn wir so eine Nahaufnahme von dem Boden hier haben. Na. Was ist los? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Die Musik hat sich geändert. Pinocchio, lauf! Natürlich, Pinocchio, alleine. Ja. Was wird jetzt nur passieren? Oh mein Gott! Oh nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Parasitakler hat ihn geschnappt. Ja. Pinocchio! Nein! Vivi, oh, was? Ja. Hilfe, ich bin gefangen! Was? Setz Feuer ein! Zerstöre den Magen von innen! Ja. Kann Pinocchio das? Ich befürchte nicht. Ich zweifle mal daran. Ja, willkommen im Bosskampf gegen Parasitakel. Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet in Monstro. Also, ja. Ich bin baff. Dieser Bosskampf wurde übrigens in der GBA-Version genauso wie hier umgesetzt. Sie waren nur in 2D. Die Plattformen sahen ein bisschen merkwürdig aus, weil sie in einer 3D-Umgebung rumfliegen. Ja, da müssen wir sogar direkt seine erste Karte kontern. Ich glaub's ja nicht. Merkwürdiges Umwechseln meiner Schlüsselschwerter, um die Kombination nicht zu versauen. Ja. Wir sehen, der hat schon deutlich mehr LP leisten als unsere bisherigen Bosse. Und wir haben ihn gerade schon niedergeklöppelt. Das ging relativ schnell. Oh, mal eben die Leiste aufladen, dann kurz... Ah! Verdammt, ich wollte Vita benutzen, hat er das gekontert. Hab ich aus Versehen den Trank verschwendet. Egal, der Trank ist nicht so wichtig in dem Bosskampf hier. Es ist definitiv kein lebenswichtiges Objekt, das ich da gerade aus Versehen verschwendet habe. Ja, gibt Schlimmeres. Autsch, das war schmerzhaft. Manchmal eben in der Combo runtergehen. Ach, der blockt gerade schon wieder viel zu viel von unseren Angriffen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, Parasitakel hat tatsächlich mal vernünftige Karten dabei. Ja. Im Gegensatz zu manch anderen Bossen, die wir so hatten. Wo sind denn die Plattformen? Ich sehe gerade die Plattform unter meinen Füßen nicht. Kurz aufladen. Oh, das wird gerade ein bisschen gefährlich mit meinen LP, sehe ich. Wir sollten also mal eben schnell Vita Gar wirken, dann nachstocken und zurück in den Angriffsmodus. So, Pronk. Sehr gut, dass wir relativ hochwertige Karten am Anfang bei uns stehen haben. Ja. So haben wir bis jetzt relativ viel blocken können. Ich finde es praktisch, dass er uns LP-Kugeln einfach so droppt. Ja. Das macht jetzt ein Boss. Oh, guck mal, ich habe sogar meinen Trank einfach so wiederbekommen. Ich wusste gar nicht, dass wir den wiederkriegen, nachdem ich ihn verschwendet habe. Weil der Effekt nicht aktiviert wurde. Ja, das stimmt. Bams! Und das war's mit Parasitakel. Wir haben gar keine Gimmick-Karte bekommen, ich bin enttäuscht. Nee, gut, dass wir sehr viele Angriffskarten bei den Mogis gekauft haben. Das hat diesen Kampf sehr einfach gemacht. Ja, die Parasitakel haben übrigens, wenn wir die Gimmick-Karte einsetzen, also im Parasitakel-Kampf haben wir dann als Effekt, dass diese gesamte Säure unter uns verschwindet. Wie überraschend. Ja, und wir ihn frei angreifen können. Und wir kriegen Parasitakel als Karte. Juhu, können wir uns gleich noch angucken, was dieses Viech denn eigentlich kann. Jaffa-Genie haben wir uns ja auch noch gar nicht angeguckt. Ja, aber der Effekt davon, haben wir den erklärt? Haben wir gar nicht erklärt. Jaffa-Genie ist nicht schlecht, gucken wir gleich auch drauf. Ja. Hilfe, ich habe Angst. Pinocchio, sei tapfer, der Boss ist schon tot. Wie? Setz Feuer ein. Ja. Gib nicht auf, versuche dich nach draußen zu kämpfen. Sei tapfer. Lüg ganz viel, dann wird der Boss aufgespießt. Ja. Ich versuch's. Huck. Pinocchio springt in den Boss rum und scheinbar macht ihm das wirklich was aus, wenn dieses kleine Viech da drin rumspringt. Scheinbar. Das hat ihm jetzt einen Gnadenstoß gegeben, ich bin beeindruckt. Ja. Ja, und scheinbar haben wir nicht gut genug, den Gegner zu töten, also muss Pinocchio das für uns erledigen. Löst sich der Herzlose samt Herz auf. Wo immer das immer herkommt. Pinocchio, alles in Ordnung. Keine Angst, alles in Ordnung. Bin bloß ein bisschen klebrig. Blach. Lecker. Ja. Wir machen den nicht sauber. Nee. Aber ich habe eine tolle Idee. Der Herzlose hat mich ausgespuckt, als ich Rabatz machte. Rabatz. Das könnte doch auch beim Monstro klappen. Ja, wir machen jetzt Rabatz. Rabatz. Natürlich, mit etwas Glück hustet uns Monstro aus. Wow, welch... Tolle Idee! Super! Tolle Idee! Dringen wir in sein Inneres vor und probieren's! Ich komme mit! Nein! Zu gefährlich! Ja, nein! Geh nach Hause! Komm schon! Du solltest bei Geppetto sein! Was nützt's, Monstro zu entkommen, wenn ihr wieder getrennt werdet?
überlasst das uns. Wir sind sowieso im Schloss des Entfallens. Ja. Genauso wie ihr. Von daher werdet ihr hier sowieso nicht wirklich rauskommen. Ja. Wahrscheinlich habt ihr recht. Seid vorsichtig. Ja, dann lassen wir Pinocchio jetzt einfach mal hier zurück. Ja. Auch mal was Neues. Normalerweise rennen die anderen immer weg. Schlüssel ist seins. Erhalten. Jawohl. Allerdings ist der Boss ja gerade schon gefallen. Das heißt, wir müssen jetzt Rabatz machen. Ja, wir müssen es Rabatz machen. Aber das kennen wir ja auch aus Kingdom Hearts 1. Da war ja eine ähnliche Sequenz. Okay, damit wurden wir jetzt in einem unbekannten Raum rausgeworfen. Oh mein Gott, ja, wenn wir auf die Karte gucken, sehen wir, das hat uns jetzt hier runter teleportiert an den Anfang des mehr oder weniger Gebietes. Hurra. Ja, und weil wir gerade hier so günstig stehen, würde ich sagen, kullern wir einfach mal hier unten aus der Türe hinaus. Einfach mal zum Speicherpunkt zurückrollen. Ja, also Frechheit, ich weiß, der uns mal eben so nebenbei heilen kann, obwohl wir mehr oder weniger keinen Schaden haben. Pring, wir haben einen LP geheilt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Monster abschließen werden. Bis dahin, see ya! Aloha!